Meine tollen Mieter hier in Philadelphia sind ausgezogen. Jetzt können wir anfangen mit den Renovierungsarbeiten. Alle Wände werden rausgerissen und nun wird klar, das Ausmaß der Renovierungsarbeiten ist nicht einfach mal neue Wände dran machen. Nee, das ganze Ding muss komplett kernsaniert werden. Neues Dach, neue Elektrik, neue Wasserleitung, Abwasserleitung, Fußboden, Küche, Badezimmer, das ganze Programm. Wie die Baustelle jetzt ausschaut, siehst du in diesem Video. Let's get into it! Der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, ich lebe hier in Philadelphia, kaufe, renoviere und vermiete Häuser und Wohnungen. Ich renoviere gerade ein komplettes Mehrfamilienhaus hier bei Philadelphia. Das Video hier zeigt dir die Entkernung von diesem Objekt und es legt offen, was wirklich alles gemacht werden muss. Long story short, alles. Alte Rohre, alte Elektrik, altes Dach, schiefe Wände, unnützer Grundriss, wirklich das komplette Programm. Es gibt ein Video, in dem ich dir das ganze Haus vorstelle. Falls du das Vorher-Video zu diesem Haus verpasst hast, dann findest du den Link dazu hier. Mach kurz Pause, schau dir das Vorher-Video an und dann machst du hier einfach weiter. Wenn du die weiteren Folgen zu diesem Haus und meine Themen hier zum Hauskauf in den USA, Renovierung, Vermietung, Investieren in den USA nicht verpassen möchtest, dann empfehle ich dir, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, das ganze Programm, YouTube wird dich informieren, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Kostet dich gar nichts, hilft dem Kanal ungemein. Gehen wir mal ins Haus und schauen uns die Abrissarbeiten an. Das ist alles rausgekommen, das ganze Plastering, die ganzen trockenen Wände, Trockenbauwände, Isolierung über Jahrzehnte hinweg. Apropos Jahrzehnte, das ist eine Mumie, oder? Ein Squirrel, auf Deutsch heißt das Eichhörnchen. Aber hier geht's schon vorwärts, schön. Wenn das alles raus ist, kann neu geplant werden, cool. Wir begannen mit den Abrissarbeiten kurz vor Weihnachten. Der Plan war, einen Container hinzustellen, diesen Container Stück für Stück voll zu machen und noch vor Weihnachten abzutransportieren. Tja, das ging nicht so auf. Warum? Dieser Schuttunternehmer, der wollte ganz kurz vor Weihnachten, ja, Überraschung, einen Weihnachtszuschlag haben. Wir haben mit dem schon öfter gearbeitet. Der war auch eigentlich zuverlässig bis zu diesem Moment, wo es halt nicht mehr war. Er wollte einen Aufschlag. Gibt's nicht, also habe ich gesagt, frohe Feiertage, brauchst nicht mehr anrufen, kriegst keinen Job mehr. Wer sowas macht, miese Nummer. Meine Lösung war, einen großen U-Haul-Truck zu mieten. U-Haul ist so ein Umzugsunternehmen, da kann man immer Umzugstrucks und Equipment mieten. Das haben wir halt auch gemacht und zwar in diesem Fall einen 26 Fuß langen Truck. Das sind 8 Meter circa. Und diesen langen Truck, ja, den haben wir eben mit Bauschutt befüllt. Wir haben den Truck rückwärts eingepackt. Vollgeladen mit Bauschutt, sind damit zum Dumpster, also zur Transfer Station heißt es hier, das ist quasi die Abladestelle, haben den wieder leer geschaufelt, sind nochmal zurückgefahren, haben den nochmal voll gemacht. Aus der oberen Etage, nur von den Wänden, nur von den Abrissarbeiten, haben wir über 8 Tonnen Bauschutt rausgeholt und zum Dumpster gefahren. Ja, der war mehrmals überladen, ja, die Kupplung von diesem Truck hat ein bisschen gerochen, aber hey, dafür ist es ein Rental, oder? Also wir haben ihn gemietet. Kauft euch nie einen Mietwagen als Privatwagen. Da haben andere Leute ganz wilde Sachen mitgemacht. Schaut das aus. Wenn die Karre voll ist und der Müllmann Reis ausgenommen hat und wir es einfach selber machen. Ab zum Dumpster damit. So eine Mülldeponie ist ein spannender Ort mit ziemlich großen Spielzeugen. Guck dir das hier an, hey. Original Zedernholzschindeln. Hier sieht man historische Zeitreise. Rechts ist neu, links sind Zedernholzschindeln. Knob and Tube überall. Kriegt man ein Gefühl, was hier oben möglich ist, ne? Ist ja Wahnsinn. Da oben leuchtet es rein. Durchgerottete Außenwände. Da ist das dritte Fenster jetzt sichtbar inzwischen.
Das kommt alles noch raus. Das war das Latch und Plastering, also dieser Untergrund, der Untergrund, wo das Plastering dran gehalten hat. Hier haben wir schon teilweise neue Elektrikstränge. Ja, so viel Nobbentube ist hier gar nicht mehr. Guck mal, hier ist schon wieder neu und da drüben ist noch alt. Ah, trotzdem. Oh, was ist das hier? Ein Fenster? Ah, okay. Und hier ist geschneit in Philadelphia. Guck dir das an. Das ist ja Wahnsinn. Das ist alles Dachisolierung gewesen, reingepustete Scheibe. Und das kommt jetzt weg. Da sind alles tote Räume. Das ist der absolute Wahnsinn. Hier ist so viel Platz noch. Aber hier ist ja was auch schön. Knob in Tube. Also hier geht das alte Kabel schön in die Lampe rein. Wahnsinn. Hier oben auch. Zedernholz. Originalholz. Ne, Quatsch. Zedernholz Original. Das ist neu. Das hier war der Kleiderschrank. Da ist noch der Vent Dryer. Der Dryer Vent, wie heißt das? Trockner Abluft. Mann, deutsche Sprache. Das war der Schrank im Schrank. Geil. Jetzt gibt es doch hier ein Raumgefühl, oder? Ist doch Wahnsinn. Ja, Außenwände müssen wir nochmal alle kontrollieren. Aber das sieht doch gut aus hier. Damit kann man noch arbeiten. Cool. Badezimmer, das kommt noch weg. Zumindest die Wand. Das ist die Belüftung. Das bleibt. Pipes kommen neu. Elektrik auf der Seite ist auch noch original. Das kommt neu. Hier sieht es was wirklich. Also Schindeln, das war original auf dieser Seite. Hier ist Knob and Tube. Und da drüben, das ist schon neu. Das heißt, dieser Anbau kam später. Da haben wir neue Dach-Querstreben, Beams und wir haben neue Elektrik. Crazy. Geile Zeitreise hier. Wahnsinn. Kleiner Sneak Peek im Badezimmer. Da machen wir auch noch die Decke weg. Schön. Dann kann man doch hier oben wirklich wieder arbeiten. Wahnsinn. Hier siehst du den alten Grundriss. Den habe ich auch mit der 3D-Cam, also mit dieser 360-Grad-Kamera, erstellt. Das heißt, ich habe mit Motherboard alles gescannt, habe dann automatisch diesen Grundriss bekommen. Schauen wir uns den einfach mal an. Hier haben wir auf der rechten Seite die Küche, schematisch. Das heißt, hier ist diese Tür hinten raus. Da haben wir das gusseiserne Farm-Sink, also Waschbecken in der Küche, kleine Küchenzeile, reingequetschter Gasherd. Hier in der Ecke steht der Kühlschrank. Auch hier ist noch eine kleine Arbeitsplatte. Dann kommen wir hier raus. Rechts rum hat man so eine kleine Frühstücksecke mit diesem alten Erker. Hier ist noch ein kleiner Wandschrank in dieser Ecke. Dann haben wir hier eine Tür, also einfach nur ein Durchgang, keine Tür drin, zum Wohnzimmer. In diesem Wohnzimmer haben wir eigentlich drei Fenster jetzt. Da ist noch hier das alte Fenster versteckt. Da war ein Teil der Klimaanlage drin. Hier ist die Doppelschwingtür, die schöne alte Glas-Schwingtür im Originalzustand. Die wollen wir natürlich behalten. Durch die Schwingtür kommt man hier auf den Flur, könnte auch hier wieder in die Küche gehen. Und hier hinter dieser Wand verbirgt sich der Treppenaufgang. Dieses Apartment ist im ersten Obergeschoss, das heißt von unten ist der Haupteingang und kommt dann hier hinten die Treppe hoch. Hier in dem Badezimmer haben wir reingequetscht die Waschmaschine gehabt und eine gusseiserne Badewanne, Toilette und ein kleines Waschbecken und Vinylklebefliesen auf dem Fußboden. Also alles ziemlich klein und kompakt, aber irgendwie doch machbar. Vom Flur zurück haben wir dann hier den Zugang zum Schlafzimmer Nummer 1 gehabt. Hinter dem Schlafzimmer Nummer 1 ist ein begehbarer Kleiderschrank. Hier im begehbaren Kleiderschrank war nochmal ein kleiner Wandschrank drin. Und klar, was steht im Kleiderschrank? Der Trockner. In diesem Fall war das Layout so, dass der Trockner hier hinten stand. Das heißt, der Starkstromanschluss für den Trockner war hier hinten und auch die Abluft war für den Trockner hier hinten eingebaut. Jetzt gehen wir wieder zurück durchs Schlafzimmer auf den langen dunklen Gang, weil hier in dem Gang waren keine Fenster, hier war eine Tür, hier war keine Tür, hier war eine Tür und da ist noch ein Wandschrank gewesen, also ziemlich langer dunkler Gang, bis man dann hier vorne in das Schlafzimmer Nummer 2 kommt, vorne raus über der Terrasse. Zwei Fenster nach vorne, aber niedrige Deckenhöhe, kleines Layout, kein Schrank, gar nicht. So, was macht man jetzt mit diesem Layout? Wie kann man jetzt dieses Layout nutzen, um das irgendwie so zu strukturieren, dass es auch wieder nutzbar ist, dass es auch irgendwie wieder für neue Mieter Sinn macht, weil ganz ehrlich, in dieser Form ist es sehr, sehr viel verschwendeter Platz, eine Menge unnütze Türen überall, kein Layout, was irgendwie Sinn macht, das muss jetzt umgebaut werden. Selbstverständlich gibt es von dieser Baustelle auch eine 360-Grad-Aufnahme, wie du hier siehst, das heißt, ich habe jedes Zimmer, nachdem Plastering und der ganze Schrott, die ganze Isolierung, alles raus war, auch mit der 360-Grad-Cam gescannt und da wird
dieses Baustellenmodell daraus berechnet. Das sieht auch ganz gut aus, wenn wir uns das von oben jetzt hier anschauen. Der rote Punkt, das ist über der Terrasse. Das heißt, wir haben hier zwei Fenster nach vorne raus. Wir haben hier einen toten Platz über der Terrasse, nochmal hier auf der anderen Seite. Und auf der gegenüberliegenden Seite der Wohnung haben wir hier hinten die Küche. Das ist der Kücheneingang. Dann sind wir von der Küche hier rechts in diese Breakfast-Snack-Frühstücksecke gegangen. Hier war das alte Wohnzimmer mit dieser schönen Doppelglas-Schwingtür. Dann haben wir hier diesen ganz langen, dunklen Flur gehabt. Hier war das Badezimmer, hier das Schlafzimmer, hinten dran der begehbare Kleiderschrank, das heißt hier stand dieser Trockner. Und hier auf dem Flur war dann genau das hier alles dunkel, das heißt die Wand war zu, hier war noch ein anderer Kleiderschrank und so war das Layout von diesem Apartment. Wenn wir uns das jetzt mal im Apartment anschauen, gehen wir mal rein. Und zwar hier in das Schlafzimmer über der Terrasse. Da sieht man schön, die Deckenhöhe ist relativ niedrig. Auch hier ist schön zu sehen, diese Seite hat original Holzschindeln, diese Seite hat schon neueres Holz, aber hier oben sehen wir auch schön die alte Elektrik, hier irgendwie in die Lampe rein fiseliert. Das musste auf jeden Fall alles gemacht werden. Hier die Wände, nicht isoliert, alles schön offen, nur nach unten so ein paar, da haben sie ihren Schutt verbaut früher. Der Fußboden hier, der ist so eine Art Linoleumbretter, hier ist es noch echt Holz und hier gibt es aber auf jeden Fall ein Raumgefühl. Das ist das Schlafzimmer über der Terrasse vorne, hier links alles tot, hier haben wir noch so eine, hier ist die Tür, hier drüben ist ein Kleiderschrank gewesen. Hier sieht man noch, da haben wir noch alte Zeitungen gefunden. Und hier haben sie Isolierung von früher aufgetan, und zwar Zeitungen. Quizfrage. In den Steuerunterlagen steht drin, dass dieses Haus 1935 gebaut wurde. Ja, ne? Warum ist es dann mit Zeitungen von 1929 ausgestopft? Schwierig. Isolierung aus den 30er Jahren. Sehr schön. Hier im Kleiderschrank sehen wir schön die Lüftungsschächte, das heißt die Heizung, die war hier oben fest verbaut mit diesen alten Lüftungsschächten. Duct heißt das in den USA hier, das Duct-System. Hier war der Kleiderschrank, die Tür war zu. Da hinten in der Ecke stand der Trockner. Das hier war der lange dunkle Flur, weil hier diese Seite zu war und diese Seite zu war. Wenn wir uns das hier anschauen, gehen wir mal quer durch ins Badezimmer. Hier ist jetzt alles raus. Hier sehen wir schön, da kommen noch die Nägel vom Siding durch. Nach oben, da ein paar Löcher, da ein paar Löcher. Da sieht man jetzt das ganze Ausmaß. Toilette, die bleibt. Das ist das alte Sink, das konnten wir auch wiederverwenden. Aber hier sehen wir auch schön das Plastering hinter der Treppe. Klebe, Vinylfliesen im Badezimmer auf dem Fußboden. Das war dann das Schlafzimmer hier. Ganz praktisch, wenn man so durch die Wände gehen kann. Das hier war das Schlafzimmer mit dem roten Holz. Da war vorher ein dicker, ekelhafter Teppich drin. Aber auch hier ein Blick nach oben. Da die alten Holzschindeln mit der alten Knob-and-Tube-Elektrik. Und hier die schöne Schwingtür. Gehen wir da mal durch in das alte Wohnzimmer. Wenn du jetzt Fragen zum Thema Bauen hier in den USA hast, Techniken, Preise, Handwerker, Werkzeuge, was auch immer, ab damit in die Kommentare. Ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. Wenn ich sie nicht beantworten kann, einer aus meinem Team kann sie beantworten und ich schreibe das einfach drunter. Falls dir mein Video jetzt hier und meine Themen, also Immobilien hier in den USA, gefallen, dann lässt du mir am besten ein Like da und schickst das Video an jemanden, der sich auch für Immobilien hier in den USA interessieren könnte. Und jetzt weiter mit dem Video, bis zum Schluss anschauen, auch das hilft meinem Kanal. Hier im Wohnzimmer sehen wir schön, wie das hier zusammen gezimmert wurde. Was hier aber auffällt, auf dieser Seite, in diesem alten Wohnzimmer, gibt es keinen Knob and Tube. Das heißt, hier haben wir neue Elektrik. Das Dach sind auch neue Holzbalken, neue Bretter oben drauf gelegt. Also irgendwie ist das eine Zeitreise. Die Seite hier wurde vorher gemacht, weil wenn wir uns das hier auf der Seite oben anschauen, sehen wir Knob and Tube. Das heißt, hier die alte Elektrik und die Holzschindeln. Und hier auf der anderen Seite alles schon ein bisschen neuer. Also irgendwie Stück für Stück angebaut, je nachdem wie Geld da war. Wenn wir uns das jetzt hier anschauen, sehen wir genau 1, 2, 3 Fenster. Da ist das alte Fenster versteckt. Das wird auch wieder hergestellt. Was aber auch auffällt, wenn jetzt hier alles raus ist, sind so Sachen wie hier oben. Da kommt Tageslicht rein. Hier oben. Da ist so ein Abgang, so irgendwie eine Stufe, irgendwie auch historisch erweitert. Das heißt, dieser Erker kam später. Das haben sie irgendwie zusammengezimmert und hier oben ganz klar ein Wasserproblem. Das heißt, da müssen wir mal schauen. Hier draußen Holz austauschen, da Holz austauschen. Da sieht man schon das Ausmaß. Dann gehen wir mal hier in den Flur zur Küche. So wird das Ganze dann auch vom Grundriss her bleiben. Das heißt, die Küche bleibt, wie sie ist. Die Deckenhöhe, die müssen wir natürlich noch ein bisschen erhöhen. Das geht so nicht. Da stößt man sich in den Kopf. Aber es gibt einen Eindruck. So ein 3D-Modell kann was, oder? Was meinst du? Es gab noch eine Menge Fragen, zum Beispiel zur Küche. Hier in der Küche bleibt das Layout, wie es vorher war. Hier ist die Tür. Der Mexikaner, nee, Quatsch, der ist für kleinere Personen, beziehungsweise man schlägt sich da den Kopf an, wenn man da durch will. Das ist aber der Ausgang oder Eingang zum
zur Treppe, zur Porch nach hinten. Der andere Eingang ist da vorne. Hier kommt man rein. Das heißt, man hat dann hier rechts das Sink. Da kommt kein Farm-Sink, sondern schön ganz normales Sink. Genau hierher, da sind die Anschlüsse sind schon da. Nebendran Spülmaschine, kleiner Schrank daneben. Und dann kommt hier der große Herd. Und über den Herd kommt noch eine Vent, Dunstabzugshaube. Und an die Wand, da fließen wir bis hoch. Da kommt bis hier hoch circa, da kommt dann einfach noch ein Brett hin. Hier werden wir keine Hängeschränke ranmachen. Das war die Seite. Natürlich als Arbeitsfläche haben wir uns für Quartz entschieden. Da kommt ein weißer Quartz oben drauf. Das wird zurecht geschnitten. Das wird super. Das hier bleibt frei. Hier an die Seite kommt eine Arbeitsfläche. Also 1, 2, 3 große Schränke und ein Kühlschrank hier vorne. Arbeitsfläche dieselbe wie da drüben, Quartz. Der Schrank hier bleibt. Der wurde gewünscht, dass der bleibt. Also bleibt der auch. Hier kommt noch eine Steckdose rein, die war da schon drin, die ist eigentlich ganz praktisch, weil wenn man hier auf der Arbeitsfläche, die ja auch kurz ist, was abstellt, kann man das hier anschließen oder da anschließen. Die Kabel hier sind gelb, die hier sind weiß. Ganz klar, das hier ist ein anderer Stromkreis, das ist am GFCI, also so Überspannungsschutz, was wir hier in der Küche machen müssen. Ja, die Decke, die haben wir angehoben, das heißt, da oben, was hier geframed ist, das wird auch abgedichtet, das heißt, da kommt dann auch Trockenwand dran. Bis da hoch. Hier oben werden wir noch eine Lampe ranmachen. Recessed Lights kommen hier oben in die Decke eingelassen rein, so für die Schrägen. Und ja, da haben wir so eine Art Durchreiche, die wird auch noch gefliest. Und hier werden wir auch noch ein Brett ranmachen. Aber jetzt eine fancy große Küche ist das nicht. Die Schränke sind neu, vom Made in Taiwan, glaube ich, aber sind super. Also zusammengebaut hier in Philly. Und ja, Fragen? Ab in die Kommentare. Und auf dem Fußboden. Da kommen die Dinger hier. Ja cool, da freue ich mich drauf. Gehen wir in die anderen Räume. Hier haben wir jetzt die Ecke für die Waschmaschine. Das heißt, dieser Platz, der ist eigentlich tot, den können wir für gar nichts weiter benutzen. Aber hier haben wir Zuwasser, Abwasser vom Badezimmer, was hier um die Kurve ist. Das heißt, wir haben einfach Kaltwasser hochgelegt, neue PEX-Verbindung gemacht, neue P-Trip, Siphon und ein Abwasser. Das heißt, hier kommt die Waschmaschine rein. Und hier ist auch schon schön gefliest. Da kommt eine Tür davor, Trockenwand, sieht super aus. Der Trockner hingegen, so. Der Trockner kommt hier rein. Das heißt, hier haben wir schon die Ventilation. Das heißt, da kommt dann ein Trocknerabluft rein. Gasanschluss haben wir und einen Stromanschluss. Also hier in den USA ist es eigentlich üblich, einen Gasanschluss, also einen Gastrockner zu haben. Und in dem Fall spart es halt Stromkosten, weil Gas ist in dem Fall günstiger. Aber es entlastet auch die Stromspannung im Haus. Aber nichtsdestotrotz, hier haben wir ein dickes Kabel für den Starkstrom für den Trockner. Hier kommt ein Fenster, das ist custom made. Das heißt, das haben wir jetzt bestellt, das wird noch gemacht. Die Fenster sind da. Ach ja, das dritte Fenster ist aufgetaucht. Das dritte Fenster hier, das ist aufgetaucht, das war komplett verkleidet. Da war nur noch irgendwie so eine Klimaanlagenhülle drin, aber das hatten sie irgendwie weggepfuscht. 1, 2. Anyways, hier oben haben wir alles schön gebeamt, also die Beams sind alle da. Die Wände sind neu gezogen. Die Elektrik ist neu gezogen. Dann haben wir hier. Hier haben wir Schlafzimmer Nummer 1 und da haben wir Schlafzimmer Nummer 2 oder andersrum. Das kann man auch als Master machen. Hier haben wir ein Wohnzimmer. Da haben wir dann das Esszimmer, Badezimmer ist genau da hinten und hier im Schlafzimmer oder im Arbeitszimmer, je nachdem, werden wir die große alte Doppelschwingtür wieder einbauen, die hier schon drin war. Kleiderschrank ist genau hier ums Eck, neben dem Electric Panel. Da kommt auch eine Tür davor, schön eine Trockenwand dran. Wir isolieren alles, also nach außen isolieren wir, nach oben isolieren wir und an die Innenwände isolieren wir auch. Genau, gehen wir ins andere Schlafzimmer. Hier im anderen Schlafzimmer haben wir den Fußboden neu gemacht. Auch da unten drunter ist Isolierung, weil hier sind wir auf der Terrasse von unten drunter. Das heißt, das ist so ein Erker, der ist rausgezogen. Da ist Terrasse, hier ist Terrasse. Das haben wir von unten isoliert. So, dann haben wir die Wände hochgezogen, das wird auch isoliert. Alles isoliert, komplett neue Elektrik. Da kommt ein Kleiderschrank rein. Das hier wird zugemacht von der Seite. Das wird ein Schrank von der anderen Seite, einfach nur als Stauraum. Dann haben wir hier das Wohnzimmer. Dann haben wir hier das Wohnzimmer und hier haben wir natürlich auch
Isolierung an der Seite. Da kommt ein neues Fenster. Ja. Recessed Lights, also diese flachen LEDs, die sind dann in die Decke eingelassen. Das heißt, das wird auch zugemacht. Die Decke wird nochmal komplett neu gemacht. Das heißt, das ganze Dach kommt runter. Dann kommen, wo es notwendig ist, neue Balken rein, beziehungsweise neue USB-Platten oder wie auch immer man das nennt. USB-Platten, klar. Kommt oben drauf, dann kommt ein schönes, schwarzes Metalldach oben drauf. Cool. Badezimmer ist auch spannend. Hier im Badezimmer haben wir das Layout ein bisschen geändert. Da, wo jetzt die Kamera steht, war vorher die Badewanne. Die ist jetzt hier an die Wand gerutscht. Alles geebnet. Wir haben Zementboard unten drunter. Da kommen noch die großen grauen Fliesen rein. An der Wand haben wir uns für die großen Subway-Tiles entschieden. Also U-Bahn-Fliesen übersetzt. Die großen ganz einfachen, bis hoch gefliest. Grundiert unten drunter auch Zementboard. Diese rote Farbe noch drauf. Hier ist eine Bench, da kommt auch auf die obere also die obere Fläche sozusagen die Fußbodenfliese und an den Seiten kommt auch die Subway-Tiles. Sink kommt dahin, genau hier unten hin. Toilette bleibt, wo sie ist. Und das ist der neue Grundriss. So soll das ganze Objekt dann ausschauen. Wenn wir uns das hier mal anschauen, das ist nur symbolisch. Hier hinten ist die Küche, hier unten ist das Schlafzimmer, das ist ein bisschen größer geworden. Das heißt, hier haben wir diese Wand verschoben, haben diesen Kleiderschrank in das Schlafzimmer reingezogen, haben die Deckenhöhe erhöht. Das ist das Schlafzimmer Nummer 2 mit der schönen alten Doppelglas-Schwingtür. Hier haben wir den Kleiderschrank eingebaut, da ist auch so eine Falltür mit drin. Diese zwei Fenster, die vorher im Wohnzimmer waren, sind auch jetzt noch in diesem Schlafzimmer. Und das eine Fenster, was wir hier wieder aufgemacht haben, ist jetzt hier in dieser, naja, Esszimmer, Frühstücksecke, je nachdem. Die ist ein bisschen größer geworden. Das heißt, von oben schaut das Ganze jetzt so aus. Essbereich, die Kurve hier ist ein bisschen, das wirkt auf dem Plan ein bisschen eng, ist nicht so eng. Das ist alles ein offener Raum mit diesem großen Wohnzimmer. Hier hinten haben wir noch einen kleinen Schrank, der fehlt in diesem Plan. Aber vom Layout trifft's das. So, das Badezimmer ist genau dasselbe Layout, wie du es hier gerade siehst. Die Fenster stimmen. Dieses Gitter hier ist symbolisch für den Treppenaufgang. Da ist der Trockner, das heißt, hier ist eine kleine Falltür und in dieser Falltür, da ist der Trockner versteckt. In dieser kleinen Falltür hier steht die Waschmaschine. Das heißt, beide sind relativ nah beieinander, aber das ließ sich in diesem Fall nicht anders lösen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier in der Küche haben wir hier noch ein kleines Fenster eingebaut am Ende. Da soll dann eine Durchreiche durchkommen und das Layout der Küche ist genau so, wie es vorher auch schon war. Das heißt, hier hinten ist die Tür und hier ist eine Arbeitsfläche. Hier ist eine Arbeitsfläche, hier ist der Kühlschrank, hier ist der Gasherd und das wird genau so auch wieder hergestellt werden. So ist zumindest der Plan und so ist auch aktuell der Aufbau der Wände. Die Wände sind jetzt gezogen, werden jetzt noch isoliert. Neue Elektrik wird gezogen, wird noch abgenommen. Und wenn die abgenommen ist, dann können die Wände mit der Isolierung zugemacht werden und wir können uns an den Innenausbau machen. Als Fußboden haben wir uns in diesem Apartment für Teppich entschieden. Warum Teppich? Ganz einfach, in einem Mehrfamilienhaus ist es einfacher, einen Teppichfußboden zu haben. Das reduziert den Lärm von oben nach unten. Wenn wir jetzt zum Beispiel LVPs, also Vinylplanken hätten oder Parkett, dann würde das erstens beim Verlegen mehr Arbeit brauchen, weil wir hier in einem alten Haus sind. Das heißt, die Fußböden sind nicht eben, die müssen erst alle eben gemacht werden. Und zweitens wäre es lauter für die Mieter unten drunter. Denn dieses Haus ist aktuell ein Zweifamilienhaus und wenn wir damit fertig sind, ist es ein Dreifamilienhaus. Das heißt, dieses Apartment, was du hier siehst, ist Apartment Nummer 2. Apartment Nummer 1 ist genau unten drunter auf der Hälfte und unter diesem Zimmer hier und diesem Badezimmer werden wir ein neues Studio-Apartment im Untergeschoss einbauen. Wie ist deine Meinung? Wie findest du diesen Grundriss? So war das Dach noch drauf und zack, war es runter. Wir hatten 2,5 Tage lang kein Dach auf diesem Haus, obwohl auch unten drunter noch ein Mieter wohnte. Aber das musste so sein, wir konnten es zeitlich nicht anders übereinkriegen. Der Innenausbau sollte weitergehen und das Dach musste erneuert werden. Das heißt, wir mussten je nach Bedarf die alten Dachbretter runternehmen, wo sie vergammelt waren. Wir mussten 7 bis 8 Schichten Dachmaterial vorher noch entfernen und alles neu verbauen. Das heißt, alles vorbereiten für das neue Metalldach. Fliegen wir mal drüber. Hier vorn siehst du noch das alte Dach, das ist noch nicht runter. Aber auf diesem Erker hier auf der rechten Seite und weiter hinten siehst du schon, da ist ein neues Dach drauf. Ich durfte meine Dachdecker bei der Arbeit filmen. Das ist nicht üblich, denn die Jungs sind amisch. Die lassen sich ungern filmen, ohne dass sie vorher gefragt werden. Aber in diesem Fall, wir arbeiten sehr, sehr oft mit den Jungs zusammen und die sind hervorragende Handwerker, beste Dachdecker ever. Und da siehst du auch schon, wie sie da das neue Metalldach von hinten nach vorne verbauen. Wir mussten 7 bis 8 Schichten Dachmaterial Stück für Stück runterkratzen und das waren am Ende 2 riesige Container nur Dachmaterial.
Und ganz klar, wenn das alte Dachmaterial, also die 7 bis 8 Schichten Dachpappe und Zedernholzschindeln runter waren, dann konnten wir erst das richtige Ausmaß der Schäden sehen und was alles erneuert werden musste. Beispielsweise mussten an diesen beiden großen Erkern jede Menge OSB-Platten komplett ausgetauscht werden, weil die von oben schon angefangen haben zu verrotten. Und dieses ganze Material sind 2 richtig große, volle Container geworden. Jede Menge Müll, aber hier geht's voran und ich freue mich auf das neue schwarze Metalldach. Das Haus haben wir natürlich jetzt von oben nach unten angefangen zu renovieren. Neues Dach und neue Heizungstechnik. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann empfehle ich dir die nächste Folge zu diesem Haus. Da gehe ich darauf ein, für welche Heizungstechnik haben wir uns entschieden, was hat die ganze Nummer gekostet, wie lange hat es gedauert und natürlich noch weitere Details. Wenn du das Video nicht verpassen möchtest, abonniere am besten meinen Kanal, lass mir ein Like da, aktiviere die Glocke, das ganze Programm, du kennst das. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.